Herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Die nette Dame hat uns gerade so schön lachend empfangen. Da lachen wir doch einfach mal mit. Ja, wir gehen noch mal zurück. Da oben bist du. Wo ist meine Markierung? Ja, drück doch ab. Ja gut, sie hat abgedrückt. Das muss man ihr lassen. Aber wir gehen noch mal zurück. Denn da hinten ist... genau das, was wir im letzten Part gesucht haben, beziehungsweise ich. Und zwar direkt am Anfang. Boah, lass den Dreck. Sowas tut man nicht. Das kostet Medikits und alles andere. Und bringt keinen von uns beiden was. Vielleicht dir, weil du dich dann eine Sekunde gut fühlst. Aber ansonsten gar nichts. So, hier irgendwo war er. Genau hier. So, was haben wir denn hier? Reparieren und benennen. Nein. Medizinischer Experte. Und was haben wir noch raus? Gefrierter Bohrer, scharfe Beobachtung. Ach, machen wir mal den hier. Und stolze Eltern rein. Perfekt. So, jetzt können wir auch wieder zurückgehen. Endlich weiter. Beim letzten Part waren wir ja ziemlich fleißig, was die Little Sisters angeht. Sollen wir uns hier noch was holen? Nö. Ich glaube, vergessen habe ich auch nichts. Ich weiß gerade nicht. Warum bist du so traurig? Soll ich dich trösten? Wenn ich nicht gerade festhänge? Verdammt. War hier nicht noch irgendwas? Ich weiß gar nicht. Wir gucken einfach nochmal. Die hatte noch was. Da war, glaube ich, nix. Hier war, glaube ich, auch nix. Verdammt. Nö, ich glaube, wir haben alles. Wir folgen jetzt einfach mal dem blöden Pfeil hier. Dem. So, dann gucke, was hier drinne ist. So, aber hier haben wir doch so eine Überwachungscam. Nicht Auto, nicht das Hackpfeil. Ja, jetzt kommt's, oder? Ich nicht. Because I'm a egoistisches Arsch. Ach, da. Ein Fan? Was? Guck mal. Jeder von euch kann brennen, wenn er will. Wenn ich treff ihr. Ach, Herrgott. Herrgott im Himmel, was hast du getan? So. Dann gucken wir mal, was hat denn der? Perfekt. Da ist auch noch was. Da haben wir noch Eve. Das brauchen wir nicht. Oh, geil. Den hacken wir mal kurz. Zack, zack und zack. Yeah, haben wir gleich den Verbandskasten, den wir uns gekauft haben. So, dann können wir hier wahrscheinlich nicht rein, genau. Bohrtreibstoff, Nieten. Finde den Schlüsselcode, dann tun wir das doch. Daniel, wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. In Dr. Lamp liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl deiner Firma ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Oh, ist das nett. Finde Daniel im Pink Pearl. Toll, jetzt bin ich hier nur reingegangen, um wieder zurückzugehen. Hammergeil.
Boah, der hat sicher eine Little Sister dabei. Komm da runter. Au. Stimmt doch gar nicht. Bist du nicht? Brenn. Du machst wohl Witze. Nein, ich hab dich angezündet. Ja. Triff mich noch ein paar Mal, dann sterbe ich. Ah, komm zu mir. So. Da ist einer drin. Das höre ich. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremder. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Ruhrpost. Aber nichts Dr. Lamp sagen, ja? Natürlich nicht. Ein Notfallpaket mit der Ruhrpost. Jetzt ist die Frage, wo ist die Ruhrpost? Da hinten war doch eine Rohrpost, oder? Irgendwo war eine Rohrpost. Das weiß ich. Ich krieg gleich eh eine rein. Oh, da ist noch so ein Typi. Einmal fotografiert. Anti-Person. Mann, hör auf damit. Oh Mann. Chill, Bro, chill. Wow, das hat sich krank angehört. Irgendwas Großes. Und Bedrohliches. Groß und bedrohlich. Ich will hier nochmal kurz rein, da war noch Anti-Person-Ding. Perfekt. Kühlschrank braucht man nicht wissen, was es ist. Deswegen gehen wir weiter. Ah, da ist er. Greift er uns an, wenn wir den fotografieren? Anscheinend nicht. Gut. So. Hier so ein kleines Mini-Geschützchen. Dann mal auf den hier. Schwere Nieten. Und draufholzen. Chillig. Ist mal richtig chillig gewesen. So tötet man Big Daddies. Nur so und nicht anders. Komm mit. Ach, wir haben hier schon alle? Ich dachte, wir brauchen noch eine. Doch, eine Little Sister. Ich will dich adoptieren. Oder braucht man die erst in dem nächsten Abschnitt? Sieht so aus. Ich will dich mitnehmen. Komm mit mir. Ach Mann. Dann eben nicht. Ach, da ist die Rohrpost. Aber die heulen schon wieder so. Irgendwo. Oh, Anti-Person. Toll, ich kann natürlich nichts mitnehmen. Maximum, Maximum. Aber hier muss ich rein. Wie hängst denn du hier rum? Geil, wir haben eine neue Wumme. Geil. Können wir immer noch nichts mitnehmen. Schade. Cool. Geil. Geil! Ich hab ne neue Lieblingswaffe! Komm her! Mann! Zu langsam! Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten.
Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Ich habe eine neue Lieblingswaffe. Was ist geil. Okay. Verdammter Simon. Rapture ist also undicht, na und? Wenn man deswegen Rotz und Wasser heult, wird's hier nur noch feuchter. Hab ich recht? Nichts weist darauf hin, dass es an unseren Entwürfen liegt. Kann genauso gut Push der Baufirma sein. Aber nein, Simon kriecht zu Dr. Lamb. Ganz zerknirscht, weil wir keinen Auftrag mehr kriegen. Und als er wiederkommt, sagt er, er wollte schon immer Priester werden. Und er ist jetzt Pfarrer Simon Wales. Sein Glaube ist noch nicht mal katholisch. Jetzt gibt es zwei Götter, heilige Zahlen, den verdammten Charles Darwin und weiß der Teufel was noch alles. Wenn mir diese Sophia Lamb über den Weg läuft, dann klatsche ich ihr eine und eine Kopfnuss gibt's noch mit dazu. Also ich würde mal sagen, die haben hier oben sehr gut erwischt. Ja, genau. Wie geil. Alter, das gefällt mir. Da ist noch eine zum Fotografieren. So, dann haben wir die auch. Hör auf zu schreien. Es ist alles gut. Da ist noch Schrot. Den brauchen wir mal nicht. Da können wir nicht durch. Und das haben wir aufgenommen. Warum sind hier so viele Medikits? Schätze mal, wir müssen hier rein. Okay. Ich hab's gewusst, da steht einer. Nee, da will ich noch nicht hin. Erstmal gucken, ob wir hier rein können. Ja. Und ich hab ihn gehört. Genau dich. Hallo. Ich würde mal sagen, du wurdest ziemlich durchgenommen. Das war sicher so ein Nekrophiler, der Kerl da. Weg damit! Schlechtestes Science-Fiction-Buch ever. Ich weiß nicht. Die Musik gefällt mir nicht. Ich weiß nicht warum. Aber hier ist nix. So, da hinten ist der Typ hin. Da! Speer. Jeden Speer mitnehmen, den wir kriegen können. Beziehungsweise den wir verschossen haben. Warum kann ich den nicht treffen, Mann? Du gehörst also zu Simon? Hier ist mein Friedensangebot. Hey. Willkommen im beschissenen Pink Pearl, Sweetie. Hey. Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Warum kann ich die nicht abnehmen? Ich will die abnehmen. Oh Mann. Muss ich da jetzt irgendwas reinhämmern? Wo haben wir es denn? Telekinese. Telekinese. Ja, okay, das passt dann, glaube ich, schon. Wow! Ich hab dich fotografiert! Komm her! Komm her! Wo ist der hin? Komm her, komm her, komm her! Komm her! Wo ist denn der andere hin? Ist der da oben hin? Ich hab gar keine Ahnung. Wo bist du?
Bam! Was ist denn der? Das sieht voll hässlich aus. Zack. 1, 2, 3 meins. So, hier können wir noch rein. Was spricht die Zeit? Zeit zum Aufhören. Sag mal, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ich mein Bruder. Ciao, ciao. Beschissenen Blechlakaien.